Uns erwarten 10 intensive Tage der Transformation. Vom 1. bis 10. September haben wir jeden Tag Portaltag und wir haben auch eine Prophezeiung. Ich werde euch erzählen, was an jedem einzelnen Tag passiert und wir werden eine Botschaft von Engel Raphael erhalten, der uns in dieser Zeit unterstützt. Also schau dir das unbedingt an, denn so kommst du leichter durch diese Zeit. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben, Das kosmische Wissen der Plejaden. Wer sich dafür interessiert, der Link ist unter dem Video. Ja, meine Lieben, und heute gehen wir jetzt mal ganz intensiv in diese 10 Tage hinein, die uns erwarten. Heute haben wir schon den ersten Tag, wir sind also voll drin und die Hochsensiblen unter uns haben diese Energien schon ein paar Tage vorher gespürt, denn es hat sich ja alles aufgebaut und für alle anderen oder für überhaupt für uns alle kann ich sagen, schnallt euch an, es wird sehr turbulent werden. Diese Tage, das ist eine Möglichkeit, das zu transformieren, was wir die ganze Zeit mit uns tragen. Die Prophezeiung werde ich euch nachher genau erklären. Wir haben vom 1. bis zum 10. September 10 ereignisreiche, energiereiche Tage. Wir münden am 10. September in den Vollmond in den Fischen. Und dieses weist schon auf die Prophezeiung hin, denn es geht um ein Karma. Es geht um bestimmtes Karma, was die ganze Menschenfamilie noch abbauen muss. Und jeder einzelne von uns hat die Möglichkeit, an jedem dieser 10 Tage ein bisschen mehr von dem Karma zu entdecken. Es geht erst einmal darum, dass wir dieses Karma entdecken. Und dann geht es darum, dieses Karma Schritt für Schritt abzubauen. Letztendlich dann am 10., wenn wir in den Vollmond hineingehen, wird es ganz intensiv mit der Energie der Fische. Und das, was wir dann diese ganzen 10 Tage geschafft haben, diese Energie, diese Auflösungsenergie, die Transformationsenergie, die wird uns dann belohnen am Ende des Monats mit einem energetischen Geschenk der Heilung. Also das heißt, wir sind im ganzen September sehr intensiv mit Transformation und Heilung beschäftigt. Aber wir sind auch damit beschäftigt, dass wir neue Impulse bekommen für unsere Visionen, dass wir ganz viel Kraft bekommen und jeder von uns ist in einem individuellen Prozess, der sich mit dem heutigen Tag beginnend bis zum 10. September immer mehr in Gang setzt und letztendlich in die Heilung hineinmündet, in die Heilung des Karmas. Und das ist die Prophezeiung. Es kann sich dadurch etwas Wundervolles für uns persönlich und für auch die Menschengeschichte ergeben. Denn diese Kriegsenergien, die von Mars im Moment dann auch auf die Erde gesendet werden, diese Energien, mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen oder sollten wir uns auseinandersetzen und zwar für uns persönlich auseinandersetzen, weil ja diese Energie auch für uns was bedeutet, je nachdem, wie sehr bemühst du dich, wie sehr bemühst du dich, etwas zu kriegen, etwas zu bekommen. Ja, wie sehr bist du mit deinen inneren Kämpfen noch im Krieg oder hast du sie schon aufgelöst? Und das sind diese 10 Tage, die uns das möglich machen, loszulassen und aufzulösen. Und dadurch bekommen wir ein ganz intensives, verfeinertes Bewusstsein für unsere Schöpferkraft. Denn die letzten Tage der alten Zeit sind tatsächlich angebrochen. Es ist alles in der großen Umwälzung und das spüren wir. Und im Oktober haben wir ja auch nochmal 10 Portaltage. Und diese 10 Portaltage werden die Krönung sein von dessen, was wir jetzt gerade erleben durch diese Zeit und durch die wir einfach hindurchgehen müssen, weil sich's gar nicht ändern lässt. Was wichtig ist, dass wir in diesen 10 Tagen mehr Wasser als sonst trinken, einfach um der Energie Raum zu geben, so dass sich das, was gelöst wird, denn wir sind ja in einer Transformationsphase, dass sich das, was gelöst wird, auch leichter aus dem Körper wieder hinausspülen kann.
Es ist jetzt nicht nur der energetische Prozess, sondern auch der körperliche Prozess, wo eine große Reinigung stattfindet. Das lege ich euch also sehr ans Herz. Und wir bekommen auch neue Impulse für ein gutes Miteinander. Und wir sollten auch unsere Aufmerksamkeit auf die kosmischen Gesetze legen, denn das, was wir aussenden, bekommen wir ja zurück. Und wenn wir sehr im Negativen sind, bekommen wir Negatives zurück. Und so ist es wirklich hilfreich, immer sich wieder mal zu besinnen, wo bin ich denn noch negativ und wo kann ich und wie kann ich diese Energie auflösen. Und das ist besonders an den Tagen vom 1., also heute, vom 3., vom 6. und vom 9. Portaltag. Dort haben wir die Möglichkeit, intensive Energien, die uns belasten, loszulassen. Und das ist ein Heilwerdungsprozess, der uns die ganze Zeit begleitet. Wir haben einfach unsere inneren Gefühle, die sich vermehrt zeigen, die sich vielleicht auch manchmal zeigen in einem Maß der Verstimmtheit, vielleicht der leichten Depression oder der Müdigkeit. Wenn sowas ist, nehmt es einfach an und schaut, wie ihr es dann für euch lösen könnt, also mit energetischen Reinigung und mit guter Erdung, mit Spaziergängen in der Natur, das ist mein Ratschlag, und in der Besinnung selbst zu sich zu kommen, also die Stille zu fühlen, seine eigene Seele zu fühlen. Und es gibt wirklich keine Zufälle. Jetzt diese 10 Tage intensiv ist diese Energie da, dass alles, was sich zeigt, in eine Heilung gehen möchte. Und dann zeigen sich natürlich auch noch positive Dinge, die uns Kraft geben, die uns neue, die uns stark machen, unsere neuen Visionen zu erkennen. Diese positiven Dinge sollten wir mit großer Freude empfangen und uns denen auch widmen. Es ist auch ein Abenteuer, was wir hier erleben, diese 10 Tage, denn unsere innere Kraft wird immer mehr erwachen. Und dies ist ein Abenteuer, denn mit dieser richtig tollen neuen Kraft gehen wir auf das Neue zu, auf das neue Ziel, auf die Erde, die wir uns gerne manifestieren möchten. Auf diese Erde, die unseren Wünschen entsprechen soll. Und dies ist wirklich, ich lege es euch so sehr ans Herz, ganz, ganz wichtig, dass jeder versucht, diese neue Erde mit seinen Gedanken immer wieder entstehen zu lassen, so wie sie sein soll, so dass wir alle glücklich sind, dass wir keine Probleme haben mit irgendwelchen anderen Dingen im Umfeld, die uns sehr belasten, sondern dass wir dies schon richtig in die Fülle alles gebracht haben. Es ist genügend Fülle für alle Menschen auf allen Ebenen da. Es muss nur richtig gesehen werden und das Richtige dafür getan werden. Das ist eigentlich alles. Ja, und jetzt werde ich diese 10 Tage nochmal einzeln mit euch anschauen. Also der 1. Tag wird uns Erfahrungen bringen, dass wir plötzlich Dinge erleben, dass jemand irgendwas sagt, die uns aufhorchen lassen, die uns daran erinnern, was vielleicht noch nicht ganz in Ordnung ist, oder dich daran erinnern, dass du doch noch etwas tun wolltest. Am 2. Tag liegt der Fokus mehr so auf dem inneren Kind, wo man dir sagt, sei du selbst, schau auf deine Bedürfnisse, tu, was gut für dich ist. Am 3. Tag haben wir so das Gefühl, dass unsere Seele sehr nahe ist, dass sie sich sehnt, Kontakt mit uns zu bekommen. Und das ist etwas, was du dann auch tun solltest in einer Meditation zum Beispiel oder in der Verbindung mit dem höheren Selbst, denn da bist du ganz intensiv mit deiner Seele verbunden. Am 4. Tag solltest du stolz auf dich sein, stolz auf das, was du bisher schon erreicht hast, und du wirst auch in der Lage sein, neue Ideen zu bekommen, Visionen werden sich zeigen. Also sei mal richtig stolz auf dich und erkenne an, was du bisher in deinem Leben geleistet hast. Denn das ist sicher bei jedem ganz enorm, weil wir ja durch so viele Dinge in unserem Leben hindurchgehen und das ist nicht immer leicht. Also seid stolz auf euch.
Dann am fünften Tag kommt so ein bisschen die Achtsamkeit mit ins Feld. Die Achtsamkeit, achte auf deine Gedanken, auf deine Worte und auf deine Taten. Tu etwas Gutes und sei dir ganz bewusst, dass an diesem fünften Tag das, was du sagst, eine besonders hohe Wirkung hat. Am sechsten Tag achte auf deinen Körper. Achte auf die Aufstiegssymptome, die du vielleicht hast, das heißt Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, leichte Verstimmung. Achte darauf und nimm dir auch einfach mal die Zeit, dass dies sein darf. Ihr wisst, der sechste Tag ist auch ein wichtiger Tag für die Prophezeiung, denn das, was hier am sechsten Tag gelöst werden kann, das wird sich dann in einer ganz großen Welle der Heilung bis zum Ende des Monats dir als Geschenk zurückkommen. Am siebten Tag sei dankbar für dein Licht, für deine Ausstrahlung, für das, was du bist. Sei ganz dankbar für alles, für deine Familie, für das, was du hast, für das, was du erlebt hast. Danke Gott und bete zu Gott, wenn dir danach ist, ist das ein guter Tag. Dann haben wir den achten Tag. Der achte Tag, der bringt so einen richtigen Schwung in dein Leben, der bringt dir die Gewissheit, dass etwas Neues kommt und du dann da auch schwungvoll hineingehen solltest. Du wirst auch aufgefordert, dir Zeit zum Leben zu nehmen, also schöne Dinge zu tun, wirklich mal auf deine Bedürfnisse zu achten und dann wird sich dieser Schwung so richtig intensiv verstärken. Der neunte Tag, der ist wieder ein Transformationstag. Das ist ja auch ein Tag, der wichtig ist für die Prophezeiung. Der kann dich ein bisschen müde machen, weil da die Energien sehr extrem sind. Ich muss gerade mal was trinken. Der neunte Tag, das ist ein Tag, wo die Transformation sich intensiv fühlen lässt, wo du vielleicht dadurch Müdigkeit spürst, wo du ein bisschen antriebslos sein könntest. Und dann sage ich zu dir, mach einfach mal Pause oder mach einfach mal nichts, ruh dich doch aus und gönne dir diese Phase der Ruhe. Denn dann können sich die Transformationen, die negativen, das Karma, die negativen Energien auch leichter lösen, als wenn du dagegen ankämpfst und dich vielleicht verrückt machst. Also lass einfach mal alle sieben gerade sein, sagt man so schön. Dann kommen wir am zehnten Tag, wo ja auch gleichzeitig der Vollmond im Fisch ist. Und diese Energie wirkt ja doppelt stark auf uns ein. Das ist also sehr, sehr extrem. In diesem Tag darfst du in dieser Energie einfach die Veränderung erwarten, die kommt. Du darfst glücklich sein, du hast diese 10 Tage geschafft. Du bist da gut durch hindurch gekommen. Alles hat sich so ereignet, wie es sein soll für dich, denn es geschieht ja nichts ohne Grund. Und du darfst dich jetzt freuen auf das, was dir die Prophezeiung am Monatsende bringt, an Heilenergien, an den Dingen, die jetzt in den 10 Tagen gelöst werden durften. Und das ist wirklich ein sehr großes Geschenk. Von daher kann ich sagen, wir können diese Tage ganz gelassen erleben und uns im Vertrauen an unsere Seelenführung darauf einlassen. Denn das darauf einlassen ist immer das, was das Ganze leichter macht. Und jetzt machen wir zusammen eine kleine Meditation für die Einstimmung auf diese Tage, so dass du, wenn du möchtest, diese Meditation, sie wird nicht lange sein, aber so dass du sie immer wieder wiederholen kannst und dadurch gestärkt wirst. So, ich nehme die 999 als Vorbereitung und hier habe ich noch die Fülle zur Verstärkung der Energien. Geliebte
Lichtmenschen, geliebte Herzensmenschen, voller Freude begrüße ich jeden Einzelnen zu dieser Meditation. Wir werden uns auf die 10 kommenden Portaltage energetisch einstimmen und wir werden von der Vielzahl der Energien, die an diesen Tagen auf die Erde strömen, uns unterstützen lassen. Es ist eine Form der Heilung, die uns zur Verfügung gestellt wird. Und so sind viele geistige Wesen anwesend und du selbst darfst deine persönlichen Engel rufen, die Engel rufen, die an deiner Seite sind. Ich persönlich rufe Engel Raphael, denn Engel Raphael ist der Engel der Heilung und er darf mich diese Tage begleiten. Und so gebe ich auch Engel Raphael das Wort. Geliebte Menschen der Erde, voller Freude darf ich euch mit dem Licht von Smarana begrüßen. Es ist mir eine große Ehre, heute bei euch zu sein, denn ich werde euch die nächsten 10 Tage begleiten. Ich werde energetisch für euch da sein und all das, was euch an diesen 10 Tagen belastet, werde ich gerne nehmen und in Licht und Liebe umwandeln. Voller Freude bin ich in den kommenden 10 Tagen bei euch, denn es ist wichtig, dass du dich um deine Heilung kümmerst. Und so bin ich da, um dich dabei zu unterstützen. Deine Heilung, deine persönliche Heilung, liegt mir sehr am Herzen. Ich bin der Engel der Heilung und du darfst mir in dieser Zeit all das, was dich belastet und bedrückt, gerne übergeben. Ich werde für dich wirken, so wie es für dich richtig und gut ist. Ich werde auf dein allerhöchstes Wohle schauen und ich werde bei dir sein, wenn du es möchtest. Es ist wichtig, dass du mich rufst und dass du mir sagst, was du von mir möchtest. Dann werde ich aktiv werden und ich bin voller Freude und voller Liebe bei dir. So übergebe mir jetzt, was dich heute besonders belastet. Gib es einfach ab, ich werde es empfangen. Lege es in meine Hände. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Krankheiten, alles, was dich schwach machen wird oder will, darfst du mir übergeben. Und nun fließt heilende Energie zu dir. Heilende Energie in dein Herz und in deine Seele. So soll es sein. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um die wundervolle Energie zu genießen. Gottes Liebe ist bei dir. Thank you.
Und so ist es geschehen. Heilende Energie umgibt dich und sie fließt genau dorthin, wo es richtig für dich ist. Ich danke dir für dein Licht und für deine Liebe und verabschiede mich mit Smarana von dir. Und du kommst langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück und bist vollkommen in deinem Hier und Jetzt. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart und ich lege euch diese Meditation und die Botschaft ans Herz. Wiederholt sie diese 10 Tage und lasst euch immer wieder aufbauen und in die Heilung tragen. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich hab euch so lieb. Bis zum nächsten Video. Alles, alles Liebe. Tschüss.